Niemand kapuliere. Dann mal los! Scheiße! Wichser.
Ich glaube, hier sind wir sicher.
Joel? Joel! Scheiße. Joel, hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel! Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Da ist er. Dich. Blöd. Oh, Mann.
Wieso lebst du noch? Was ist das für ein Ort? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Oh. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe. Es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster! Okay. It's...
Dort, links! Ich brauche Hilfe! Hier, nimm die Munition. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Nichts hier drüben. Doch, da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Wir sind hier drin. Ich sehe mal. Gut gemacht, Kleine. Wir müssen hier raus. Okay, Kleine, hier lang. Scheiße, die Vierte. Komm schon, ich halte sie an. Dann wacht die Treppe. So ein Glück. Komm mit, hier durch. Okay. Na toll. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf! Hey, Kleine! Alles klar? Ist okay. Mehr Blicker! Verschwinde da!
Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Mhm. Dann los. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Hilf mir rauf! Okay, fertig? Dann los! Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar! Hilf mir rauf! Okay, fertig? Dann los! Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Okay. Bitte schön. Hallo. Gut, Achtung. Na komm. Hier durch. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Haben diese Jungs gesucht. Egal, nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Siehst du was? Es ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand.
Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Bereit machen. Schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen das. Da kommen mehr. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran.
ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Da klingt ja richtig von Spaß. Eher ungläubig. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt. In die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier!
Komm schon. Komm mit. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Stimmt.
James hat gesagt, dass sie das Problem war. Wie viele von uns sind dort gestorben? Oh Mist. Das wusste ich nicht. Lass uns nicht drauf ankommen. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich friere mir den Arsch ab. Ich werde mich hier draußen umsehen. Jungs, checkt diese Hütte. Gib mir Deckung! Flankieren! Hier drüben. Singeln!
Abschied! Umzingeln! Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Du packst das, Ellie. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Was? Krass. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Wo ist die Kleine, verdammt? Yeah. Kleine, verdammt!